mache jetzt ein bisschen chemische Zauberei. Was wir dazu machen ist, wir nehmen erstmal Borsäure, geben davon mal so einen schönen Löffel da rein. Dann nehmen wir noch ein bisschen Kaliumchlorat, und davon brauchen wir gar nicht viel, nur mal so. Dann nehmen wir mal zwei kleine Spatelspitzen. Und dann vermischen wir das Ganze. Und jetzt geben wir da drüber noch ein bisschen mehr. Wir geben drüber ein bisschen Methanol. So. Und jetzt zu diesem Gemisch hier. Das konzentrierte H2SO4 geben, dann Zauberei. Unsere Reaktion passiert, es ist, dass die Borsäure, die wir dazu gegeben haben, mit dem Methanol wirken. Und was rauskommt, ist diese Substanz, Borsäure-Methylester. Das ist auch die Substanz, die mit dieser hübschen grünen Flamme brennt. Und als Nebenprodukt haben wir noch Wasser aus dem Stück. Das hätten wir auch direkt mit Feuerzeug oder Streichholz entzünden können, aber viel eleganter ist natürlich das, was wir gemacht haben. Wir haben einfach Chlorat genommen und das mit Säure versetzt. Und wenn Chlorat mit Säure versetzt wird, disproportioniert es in zwei andere Chlorsubstanzen mit verschiedenen Oxidationsstufen. Das ist einmal Perchlorat und CNO2, was als Gas entweicht. Und warum das entzündet, ist ganz einfach, das ist eine sehr exotherme Reaktion. Das heißt, es wird viel Energie frei, so viel Energie, dass ich dann irgendwann unser Ester entzünden kann. So schön grün. Das ist auch eigentlich schon die ganze Zauberei. Alles geklappt hat, dann geben wir jetzt noch einen Tropfen konzentrierte Schwefelsäure dazu und verdammt,